In den Trümmern von Köln setzten die Amerikaner im Frühjahr 1945 Konrad Adenauer als Oberbürgermeister ein. Er hatte dieses Amt schon von 1917 bis 1933 innegehabt. Adenauer galt als erfahrener, politisch unbelasteter Kommunalpolitiker. Der von der amerikanischen Besatzungsmacht herausgegebene Kölnische Kurier veröffentlichte einen Aufruf Konrad Adenauers an die Bevölkerung von Köln. Darin heißt es: Wenn wir aus dem Abgrund, in den wir gestürzt sind, wieder emporsteigen wollen, müssen wir erkennen, was uns in ihn hineingestürzt hat. Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Wer das Schwert zieht, kommt durch das Schwert um. Wo sind die Keime des Militarismus und des Nationalsozialismus, dieser entsetzlichen Verirrung des deutschen Geistes? Die tiefsten Wurzeln liegen in dem ungezügelten Materialismus, der seit vielen Jahren unser ganzes Volk ergriffen hat, und in einer aus materialistischem Streben erwachsenen, bis ins Äußerste vorgetriebenen Fortbildung des Staatsgedankens. Wir Kölner wollen unsere Stadt neu erstehen lassen aus Schutt und Asche, aus tiefem geistigem Verfall. Es ist eine schwere Arbeit und ein weiter Weg bis zum Ziel. Wenn wir mit Mut und Kraft Hand anlegen ans Werk, dann wird Gott uns weiterhelfen. Wer heute auf Adenauer zurückblickt, muss daran erinnern, dass er schon in der Weimarer Republik in einer kritischen Zeit als damaliger Reichskanzler genannt wurde. Er hat dann die bittere Erfahrung der inneren Emigration im Dritten Reich mitgemacht, den Unrechtsstaat in all seinen Staaten kennengelernt. Er war ein Christ, ein gläubiger Christ, der fest in seiner Kirche stand, für den das christliche Sittengesetz nicht irgendeine unverbindliche Ware war, sondern Fundament seines eigenen Tuns. Er war ein erfahrener, ich würde fast sagen, ein mit allen Mitteln geriebener Politiker, der Taktik und Strategie begriff und verstand, der auch mit Menschen umgehen konnte, sie manchmal sehr hart in seinem Spiel einsetzte, der aber zugleich ein demütiger Mensch war vor der Aufgabe, die er sich selbst stellte. Das heißt, er hat versucht, die Lehre der Geschichte zu begreifen und hat nach dem Krieg mit der Begründung der Christlich-Demokratischen Union etwas völlig Neues mitgeschaffen. Die CDU entstand 1945 als neue Partei. Im Gegensatz zum katholischen Zentrum, dem Adenauer angehört hatte, sollte sie eine überkonfessionelle, konservativ denkende Christen fanden sich zunächst auf Landesebene und unter verschiedenen Parteinamen zusammen. Der Christlich-Sozialen Partei in Köln hat sich Adenauer relativ spät angeschlossen. Erst nach seiner Entlassung durch die britische Militärregierung fand er mehr Zeit zu politischer Aktivität. So wurde aus der Demütigung, die Adenauer nie vergessen hat, eine der Voraussetzungen für seine zweite politische Karriere. Er war bei seiner Entlassung 69 Jahre alt. Als Rentner hatte er Zeit und er war materiell unabhängig. Sein politisches Geschick nutzte er zunächst beim Zusammenschluss der verschiedenen Parteiorganisationen in der britischen Besatzungszone und zur Festlegung gemeinsamer Ziele. Dazu Kurt Biedenkopf. In der frühen CDU spielten soziale Fragen eine ganz zentrale Rolle. Das Land war zerstört, die Menschen hatten keine Wohnungen, die Kriegsfolgen waren ungleichmäßig verteilt. Deshalb war auch der Lastenausgleich eine der zentralen Aufgaben, die sich neben der Erhaltung der Existenz und der Versorgung der Bevölkerung nach dem Krieg als erstes stellten. Eine andere Frage war die Wiedergewinnung der sozialen Sicherheit überhaupt als Existenzgrundlage für die arbeitende Bevölkerung. Wie unterschied sich nun die Einstellung der CDU zu sozialen Fragen von der der SPD? Das kommt sehr früh in den programmatischen Aussagen der CDU zum Ausdruck, eigentlich schon 1945, zum Beispiel in den Leitsätzen der Kölner CDU, die im Sommer 1945 gegründet wurde, setzt sich dann später in programmatischen Aussagen fort bis zu den ersten Parteitagen der Bundespartei. Im Ahlener Programm wird der Anspruch formuliert, dass die Wirtschaft sozial verpflichtet sein muss, nicht nur als nachträgliches Korrektiv einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung, die überwunden war und auch überwunden werden sollte, sondern als ein elementarer Bestandteil jeder rechtlichen und politischen Gestaltung der Wirtschaftsordnung. Und dieser Auftrag ist eingelöst worden
nach der Währungsreform durch die Entscheidung Ludwig Erhards zu einer freien Marktwirtschaft und dann programmatisch 1949 in den Düsseldorfer Leitsätzen, in denen die Vokabel soziale Marktwirtschaft als Begriff für die von der CDU entwickelte Wirtschaftsordnung zum ersten Mal auftaucht. Konrad Adenauer hat auch in den ganzen Diskussionen über die Gestaltung der Wirtschaft die soziale Verpflichtung der Gesellschaft immer als ein Hauptproblem einer freiheitlichen Gesellschaftspolitik angesehen. Und das liegt durchaus in der Linie seiner im besten Sinne des Wortes bürgerlichen Verankerung. Ludwig Erhard, 1945 bayerischer Wirtschaftsminister, später Wirtschaftsdirektor in Frankfurt, hat mit der Währungsreform die Voraussetzung für einen freien Wettbewerb geschaffen. Die wirtschaftliche Neuordnung führte über Nacht zum Wirtschaftswunder und verlangte nach sozialem Ausgleich und politischer Kontrolle. Dem Wiederaufbau der Wirtschaft sollte die Errichtung einer staatlichen Ordnung für das vereinigte Wirtschaftsgebiet der drei Westzonen folgen. 6 Wochen nach der Währungsreform wird der Parlamentarische Rat, zu dessen Delegierten auch Konrad Adenauer gehört, nach Bonn einberufen. Der Sozialdemokrat Carlo Schmidt erinnert sich. Wir Sozialdemokraten legten bei den Beratungen vor dem Zusammentritt des Rates, wie die Funktionen im Rat zu verteilen sind. Welche Gruppe das Präsidium bekommt, welche Gruppe den Hauptausschuss, wo die Hauptgesetzgeberarbeit gemacht werden soll, bekommt und so weiter. Wer darauf, dort hat mit besonderer Kraft vertreten zu sein, wo die größte Chance besteht, den Inhalt des Gesetzes, den normativen Gehalt zu bestimmen. Adenauer dachte ganz anders. Er dachte viel politischer. Dem war, kam es weniger auf Legislative an, was seine Person anbetrifft, als darauf, dass er Politik machen konnte. In seiner Funktion als Präsident, deswegen wollte er es werden, er hat im Wesentlichen Politik gemacht. Sein Anteil am Zustandekommen des Verfassungsgesetzes, der Normen, war sehr gering. Das interessierte ihn auch gar nicht sonderlich. Da wusste er schon, der wird, dass was Vernünftiges gemacht werden wird. Mir sagte er einmal, wissen Sie, das Entscheidende ist für mich, dass man damit regieren kann und dass man, hätte er genau sagen können, dass ich damit regieren kann. Denn dass er es sein würde, das war ihm klar. Ja. Aber was den Inhalt jetzt anbetrifft, so war seine Rolle im Wesentlichen die eines Schiedsrichters. Wenn die Parteien sich festgebissen hatten, da sprach er gelegentlich ein sehr gewichtiges Wort, vor allem zu seinen eigenen Leuten. Die Flaggenfrage zum Beispiel. Die CDU, schwarz und gold wurden alle, nicht wahr? Plötzlich verlangt, dass diese Flagge in Kreuzesform zu arrangieren sei. Meinetwegen rot und gold und ein schwarzes Kreuz, so wie die skandinavischen Flaggen sind, aus der Kreuzzugszeit. Oder in der Frage des Religionsunterrichts, in diesen sogenannten weltanschaulichen Dingen, nicht wahr? Man meint immer, Adenauer sei ein klerikaler Mann gewesen. Ich, der Sozialdemokrat, sage, es war er nicht. Er war ein Katholik und für ihn war es klar, dass hier kein Zweifel bestehen könnte, für ihn, wo die Wahrheit liegt. Ja. Nämlich nicht anderswo, als eben in den Lehren der katholischen Kirche. Aber er war nicht klerikal, er war nicht der Meinung, dass nun der Staat eine andere Kirche sei, eine zweite Kirche oder eine Nebenkirche. Der Staat war für ihn der Staat. Eine Institution, bei der die Machtchancen geregelt sind. Als wir uns geeinigt hatten auf ein vernünftiges Kompromiss in Sachen Schulrecht, da sagte der anwesende Prälat Böhler, der den Kardinal von Köln vertrat, meine Herren, dazu wird die Kirche nicht Ja sagen können. Darauf sagte Adenauer schlicht, das kennzeichnet ihn, Herr Prälat, hören Sie gut zu. Die Kirche hat in solchen Dingen weder Ja noch Nein zu sagen, sondern Amen. Am 23. Mai 1948 verabschiedet der Parlamentarische Rat das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Stehend singen die Abgeordneten anstelle einer Nationalhymne »Ich hab mich ergeben«.
Argumente des ersten Bundestagswahlkampfes sind die Bedrohung aus dem Osten, der industrielle Wiederaufbau und die Einheit Deutschlands. Die SPD hat mit der Ablehnung der Marktwirtschaft Professor Erhards eine folgenschwere Entscheidung getroffen. CDU und bürgerliche Parteien gewinnen 51% der Wählerstimmen. Herr Professor Ludwig Erhard, welche Faktoren bestimmten den Wahlausgang 1949? Wenn Sie mich fragen, dann können Sie eigentlich nur die Antwort erwarten, dass es im Wesentlichen und entscheidender Weise die Neuordnung der deutschen Wirtschaft in Verbindung mit der Währungsreform waren, die den Ausschlag für die soziale Marktwirtschaft gaben. Eine Woche nach der Bundestagswahl trafen sich etwa 25 führende Unionspolitiker im Hause Konrad Adenauers. Auf dieser im Grunde völlig inoffiziellen Konferenz fielen dann unter Adenauers Vorsitz Entscheidungen, die die Weichen der deutschen Politik für 14 Jahre stellen sollten. Unter den Teilnehmern war auch Franz Josef Strauß. Ich war damals Generalsekretär der Christlich-Sozialen Union in Bayern. Hans Ehard, der sowohl Ministerpräsident wie erster Landesvorsitzender war, konnte an dieser Konferenz nicht teilnehmen. Darum entsandte er mich als seinen bevollmächtigten Vertreter. Ich sollte meine Meinung in die Waagschale der damaligen Entscheidungen werfen. Es ging um die Frage, große Koalition, CDU, CSU, SPD oder kleine Koalition, CDU, CSU, FDP und DP. Konrad Adenauer bot alles auf, um eine große Koalition zu verhindern. Die Mehrheit der führenden Persönlichkeiten der CDU, vor allen Dingen ihre Landespolitiker, waren für eine große Koalition. Bei diesem Treffen habe ich als letzter von allen Anwesenden befragt eine sehr deutliche Stellungnahme gegen die große Koalition abgegeben. Ich habe das auch begründet, und zwar damit, dass bei einer großen Koalition die Funktionsfähigkeit der Marktwirtschaft nicht bewiesen werden könne. Bei der Röndorfer Konferenz ging es weniger um die Frage, wer soll Kanzler werden. Es mag sein, dass jemand von den Anwesenden Konrad Adenauer dafür formell vorgeschlagen hat. Manche sagen, er habe es sich selbst vorgeschlagen, ich habe es nicht persönlich in Erinnerung. Aber das ist alles nicht entscheidend, denn alle Anwesenden gingen davon aus, wenn CDU, CSU die Regierung bilden, was wahrscheinlich war, dass dann Konrad Adenauer der Kanzler einer von der CDU, CSU geführten Bundesregierung werden würde. Dem 73-jährigen Konrad Adenauer ist es gelungen, sich an die Spitze der Unionsparteien zu stellen, die 1949 noch keinen Parteivorsitzenden, kein bundesweit geltendes Parteiprogramm und keine Bundesparteiorganisation haben. Am 15. September 1949 wird er nach mühsamen Koalitionsabsprachen, in denen er sein taktisches Geschick bewiesen hat, zum Bundeskanzler gewählt. Seine erste Vereidigung auf die Verfassung. Ich höre es, so wahr mir Gott helfe. Vizekanzler wird Franz Blücher, der nach der Wahl von Theodor Heuss zum Bundespräsidenten FDP-Vorsitzender geworden ist. Mit Finanzminister Fritz Schäffer ist der bayerische Föderalismus vertreten. CSU und FDP stellen jeweils 3, die Deutsche Partei 2 und die CDU 6 Minister, darunter Ludwig Erhard, dessen Popularität 1949 noch größer ist als die des Kanzlers. In seiner ersten Regierungserklärung sagt Adenauer, dass die Bundesregierung eine allmähliche Befreiung aus alliierter Umklammerung und die vollwertige Partnerschaft mit den Nationen Westeuropas und den USA anstrebe. Außenpolitik und die Beziehungen zu den Besatzungsmächten hat er sich selbst vorbehalten. Noch untersteht die Bundesrepublik dem Befehl der Hohen Kommissare, die den Petersberg über Bonn zu ihrem Olymp gemacht haben. Oft muss sich der Bundeskanzler zu ihnen hinaufbegeben. Doch er tritt ihnen wie ein gleichberechtigter Partner entgegen. Bei der Übergabe des Besatzungsstatuts hält er sich nicht an das Protokoll, nachdem nur die Hochkommissare den Teppich betreten sollen, nicht aber der Kanzler der Besiegten. Selbstbewusst und beharrlich gewinnt Adenauer langsam das Vertrauen der Alliierten. Schritt für Schritt ringt er ihnen die allmähliche Übergabe der Souveränitätsrechte ab. Dass er weder seiner eigenen Fraktion noch dem Parlament ausführlich über seine Verhandlungen berichtet, wird ihm im Bundestag bald vorgeworfen. Es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung mit der Opposition, in deren Verlauf der SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher ihn als Kanzler der Alliierten bezeichnet. Adenauer fühlte sich zutiefst gekränkt. Was Schumacher nicht beabsichtigt hatte, er entschuldigte sich. In Fragen des Patriotismus
gab es keinen Grund zu Auseinandersetzungen zwischen beiden Politikern. Strittig war nur der Weg zur deutschen Souveränität. Adenauer sah ihn in der europäischen Integrationspolitik. Deshalb setzte er sich schon zu Beginn der ersten Legislaturperiode für den Ausgleich mit Frankreich und für die Annahme des Schumann-Plans ein. Man darf es wohl als politisches Kernstück des Schumann-Planes bezeichnen, dass es für Frankreich und Deutschland 50 Jahre lang gewissermaßen technisch unmöglich gemacht wird, Krieg gegeneinander zu führen und dass diese Länder gezwungen werden, während dieser langen Zeit Hand in Hand zu arbeiten. Das Verhältnis Adenauers zu Frankreich war sehr komplex. Es gab da verschiedene Schichten, die man auseinanderhalten muss. Jene, die glauben, dass er ein besonderes positives Verhältnis zu Frankreich gehabt hätte, weil ihm der französische Geist, die französische Literatur, die französische Philosophie und Kunst besonders lieb gewesen wären, ich glaube, die täuschen sich. Das waren für ihn keine Kategorien seinen politischen Urteilen. Er kam ja sehr, sehr spät, als sehr, sehr alter Mann, zum ersten Mal nach Paris sogar. Aber für ihn war Frankreich einfach das Nicht-Preußische, in Anführungszeichen. Ich will nicht verschweigen, dass sein Vater im Krieg 1870-71 als Unteroffizier wegen Tapferkeit vor dem Feinde zum Offizier befördert worden ist. Eine unerhört seltene Auszeichnung in der alten preußischen Armee. Konrad Adenauer war nicht nationalistisch, aber er war national. Gegen ihn ist ja in früheren Jahrzehnten die Propaganda gemacht worden, er sei Separatist gewesen. All das stimmt ja nicht. Er hatte große Bedenken gegen die Übermacht Preußens im Deutschen Reich. Preußen war infolge seiner geografischen Größe, seiner Bevölkerungszahl, seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, seines militärischen Potenzials stärker als alle anderen damaligen Länder des Deutschen Reiches zusammen. Adenauer hätte gerne eine Rheinprovinz gewünscht als Land wie Bayern oder wie Baden oder wie Württemberg. Das ist aber damals nicht möglich gewesen. Aber Adenauer war patriotisch im besten Sinn des Wortes. Wie stand Konrad Adenauer zu den Wünschen der Alliierten für einen deutschen Verteidigungsbeitrag? Niemand dachte daran, dass ein deutscher Verteidigungsbeitrag so schnell aktuell werden würde. Es war ein ganz konkretes Ereignis, das die Diskussion darüber und die Entscheidung auslöste, nämlich der Ausbruch des Koreakriegs. Der Rückzug der Amerikaner aus Korea, der dann die Invasion aus dem Norden herbeiführte, die Rückkehr der Amerikaner nach Korea, hatten in Konrad Adenauer den Albtraum hervorgerufen, dass in Europa es zu gleichen Ereignissen kommen würde. Deshalb bot er den Alliierten im Sommer 1950 an, dass die Bundesrepublik Deutschland sich im Rahmen einer europäischen Verteidigungsorganisation an der Verteidigung Europas beteiligt, wenn dafür die drei Westalliierten eine starke militärische Sicherheitsgarantie geben und die für die Glaubhaftmachung notwendiger militärischen Einheiten in der Bundesrepublik unterhalten. Ich erinnere mich deshalb sehr genau, weil wenige Tage nach Ausbruch des Koreakriegs der damalige amerikanische Hochkommissar McCloy einige Politiker der CDU-CSU, es dürfte wohl Ende Juni 1950 gewesen sein, zusammenrief. Es gab ein Abendessen, wir warteten, es lag irgendetwas in der Luft und am Ende des Abendessens sagte er so, nun wollen wir uns über ein bestimmtes Thema unterhalten. Meine Herren, was sind Ihre Bedingungen und Ihre Voraussetzungen für die Wiederaufstellung deutscher militärischer Einheiten? Ich hatte so etwas gespürt, aber es erschien uns trotzdem angesichts der Vorgeschichte und der Brisanz dieses Themas doch sensationell. Das war im Juni 1950 und dann etwa 6, 8 Wochen später machte Konrad Adenauer dieses sensationelle Angebot. Das war aber nicht ein so einsamer Entschluss, wie man es immer darstellt. Felix von Eckhardt war 10 Jahre lang Leiter des Presseamtes bei Bundeskanzler Adenauer. Er besaß wie kaum ein anderer das Vertrauen des Regierungschefs und erlebte die meisten Entscheidungsprozesse aus nächster Nähe. Die Wiederbewaffnung, also die Wiedereinführung der Wehrpflicht, wollen wir es mal genau nennen, ist ja eine Sache gewesen, die er persönlich als Person Konrad Adenauer gar nicht besonders geschätzt hatte. Er machte sich ja nichts aus Militär. Nicht, dass auch Bürokraten waren, also für ihn nicht der Gipfel der
Herrlichkeit, aber generell schon gar nicht, nicht? Sondern er hatte eigentlich ein Rezept, was überhaupt nicht genial war, sondern was auf der Hand lag. Es gab eine wirkliche starke Macht auf der Welt damals, das war Amerika. Die Russen hatten die Atombombe noch nicht. Und was die Amerikaner wollten, war eben durchzusetzen. Und infolgedessen hat er sich immer bemüht, mit den Amerikanern, aber auch mit den beiden anderen hohen Kommissaren, ein gutes Verhältnis zu haben, wobei er allerdings nicht hinter dem Berge hielt, wenn er etwas für ganz falsch hielt. Sie waren bei der ersten Amerika-Reise mit dabei? Ja. Diese Reise war ja eigentlich ein Durchbruch. Also wir haben längere Zeit darüber gegrübelt, ob es schon opportun sei, eine Amerika-Reise zu machen. Da war immerhin 11 Tage in Amerika. Und McClure redete sehr zu und da hat er einen enormen Erfolg gehabt. Konrad Adenauer hat in der Rückschau darauf hingewiesen, dass dieser Moment in seiner Laufbahn als Politiker ihn besonders tief beeindruckte. Soldaten der amerikanischen Armee spielten zum ersten Mal seit dem Kriege das Deutschlandlied. Das amerikanische Nachrichtenmagazin Time erklärte Adenauer zum Mann des Jahres. Obwohl die Bundesrepublik Deutschland ihre volle Souveränität erst 1955 wiedererlangen sollte, gilt sie schon 1952 als gleichberechtigter Partner. Die Außenminister der USA, Englands und Frankreichs werden im Palais Schaumburg empfangen. Die mit ihnen 1952 geschlossenen Bonner Verträge sehen einen westdeutschen Wehrbeitrag im Rahmen der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft und die Aufhebung des Besatzungsstatuts vor. Der Vertrag über die Europäische Verteidigungsgemeinschaft wird jedoch vom französischen Parlament 1954 zu Fall gebracht werden. Konrad Adenauer sah in dem später gescheiterten Vertragswerk den Ansatzpunkt für die deutsch-französische Verständigung. Vor dem Deutschen Bundestag hatte er sich leidenschaftlich und mit beschwörenden Worten dafür eingesetzt. Uns ist, das ist meine feste Überzeugung, die Entscheidung in die Hand gegeben, Europa und mit ihm Deutschland Frieden und Freiheit zu sichern, die Zeit der europäischen Wirren und Kriege zu beenden. Die Geschichte richtet eine Frage an uns. Sie stellt sie vielleicht, meine Damen und Herren, nur einmal. Geben Sie, die sich verantwortlich sind für das Geschick des deutschen Volkes, eine Antwort, die wir für Deutschland und vor der Welt vertreten können. Wir gingen damals davon aus, dass wenn es möglich sein würde, Verteidigung in Europa zu integrieren, dass es dann auch möglich sein müsste, zu einem intensiveren politischen Zusammenschluss zu kommen. Und es ist die große Enttäuschung von Adenauer gewesen, möchte ich sagen, dass 1954 die französische Kammer über die europäische Verteidigungsgemeinschaft hinwegging. Aber in dem Augenblick, ich war in der Zwischenzeit Innenminister geworden, 53 Innenminister geworden, in diesem Augenblick 54, zeigte Adenauer seine Grundqualität, nämlich unter gar keinen Umständen aufzugeben, sondern den Bau, wenn auch etwas verändert, weiter zu versuchen. Aber das Interessante an dieser Sache ist im Grunde wieder, dass die Kräfte, sage ich einmal, der französischen Rechten, wie sie besonders charakterisiert sind durch einen Mann wie den späteren Präsidenten General de Gaulle, sehr intensiv im Grunde Gegner dieses Vertragswerkes waren. Und es zeigt sich eben, und darin liegt ein gutes Stück der Größe Adenauerischer Politik, dass er diese tiefe Enttäuschung von 1954 herunterschluckte, als 1958 de Gaulle Präsident und Regierungschef Frankreichs wurde und dass er ein so positives Verhältnis zu ihm begründet hat. Gerade in dieser Fähigkeit,
sich auf eine neue Situation einzurichten und von ihr den bestmöglichen Gebrauch zu machen. Darin sehe ich eine der großartigen Begabungen und Leistungen Adenauers. Die Überwindung der deutsch-französischen Erbfeindschaft ist ohne Zweifel eine der größten politischen Leistungen des ersten Bundeskanzlers. Konrad Adenauer und Charles de Gaulle verband ein Gefühl gegenseitiger Hochachtung und vorsichtiger Freundschaft, das zur Grundlage einer immer engeren Zusammenarbeit beider Völker wurde. Ihre Nachfolger haben ohne jede Einschränkung an das Werk der großen alten Männer anknüpfen können. Adenauers Westpolitik war erfolgreich und hatte Bestand. Die deutsche Frage dagegen blieb ungelöst und ihre Rückwirkungen auf die internationale Politik ließen gegen Ende der Amtszeit Adenauers Kritik an einer Immobilität der Außenpolitik aufkommen. Keine Experimente, weil sie das deutsche Volk von neuem in den Abgrund stürzen würden. Die deutsche Wiedervereinigung ist eine prinzipielle Angelegenheit, dass wir die vier Siegermächte immer wieder festnageln müssen. Ihr seid verpflichtet, die Wiedervereinigung Deutschlands herbeizuführen. Dr. Eugen Gerstenmeier. Adenauer war in seinen öffentlichen Reden und Verlautbarungen nicht ganz präzis in der Frage der Wiedervereinigung. Er war deshalb nicht ganz präzis, weil die allgemeine Sprachregelung bei allen Parteien, die damals jedenfalls im Bundestag vertreten waren, die gleiche war. Wir wollten Frieden, wir wollten die Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit. Und man hat erklärt, dass das das erste Ziel der deutschen Politik sei. Dagegen ist, der Lateiner würde sagen, late stricta, allgemein und etwas flach gesprochen, nichts einzuwenden. Genau gesprochen hätte die Sache aber so heißen müssen. Das erste Ziel der deutschen Politik, jedenfalls der Politik, die wir im Bundestag und in der Bundesregierung machen konnten, war die Existenzsicherung der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Bürger. Diese Existenzsicherung, sowohl in wirtschaftlicher wie in außenpolitischer, militärischer Hinsicht, war selbstverständlich die Aufgabe Nummer eins. Das wusste auch Konrad Adenauer ganz genau. Wir dürfen unter keinen Umständen jetzt der Welt das Schauspiel bieten, dass wir überhaupt nicht mehr wissen, was wir wollen. Wir haben einen klaren Weg vor uns. Wir werden diesen Weg gehen. Und dieser Weg wird führen zum Frieden in der Welt und zur Bewahrung der Freiheit und zur Wiedererringung der Freiheit auch für unsere Brüder und Schwestern in der Sowjetunion. Glauben Sie, dass der Beginn der Ostpolitik Adenauers ein Bruch mit der alten Politik gewesen ist oder handelt es sich um eine durchgehende politische Entwicklung? Nein, ich glaube, dass Adenauer erkannt hat, allmählich, zögernd, was ich lange vorher ihm gesagt habe, dass aus der von John Foster Dulles entwickelten weltpolitischen Linie der westlichen freien Mächte, dass aus dieser Linie der Abwehr des östlichen Vordringens des Kommunismus, dass daraus kein Rollback, keine Politik des Zurückdrängens der Russen und ihrer Anhänger werden könne. Ich bin aber bis heute noch der Meinung, dass dieser Versuch bei entschlossener Abwehr doch zu einer gewissen Verständigung mit dem Gegner zu kommen, politisch vernünftig war. Und dafür hat auch Adenauer Interesse gezeigt, denn anders wäre seine Moskau-Reise nicht zustande gekommen. Neben Politikern der CDU und SPD wird Adenauer auf seiner Moskau-Reise auch von Staatssekretär von Eckhardt begleitet. Wir waren uns darüber im Klaren, dass in der Frage Wiedervereinigung gar nichts zu machen war in Moskau, dass da bestimmt nichts war, sondern er wollte die Kriegsgefangenen haben. Und ich habe ihm gesagt, machen Sie das mit den diplomatischen Beziehungen. Anders wollten die Russen ja auch nicht, die wollten ja diplomatische Beziehungen haben. Machen Sie das, denn sie vergeben sich bei der Sache gar nichts. Es ist eine Besatzungsmacht, es ist nach den Amerikanern die stärkste Macht der Welt. Und wir brauchen eine Botschaft in Moskau.
Infolge ist es gar keine Konzession. Aber er spielte diese diplomatischen Beziehungen, die er also dann zugestand zum Schluss, spielte er als eine Konzession, große Konzession aus, um diese Kriegsgefangenen zu bekommen, denn die Russen behaupteten ja zuerst, sie hätten gar keine. War die Entlassung der Kriegsgefangenen, die ohne schriftlichen Vertrag erfolgte, das Signal für eine Normalisierung der deutsch-sowjetischen Beziehungen? Wurden alle politischen Möglichkeiten genutzt? Ich erinnere mich daran, dass wir 100-mal über die Möglichkeit gesprochen haben, wie man mit den Russen ins Geschäft kommen könnte, also eine Unterhandlung kommen könnte. Das war aber nicht möglich und das wird heute vergessen, weil die Amerikaner ja noch voll auf kalten Krieg lagen. Und der Kanzler natürlich alles tun konnte, nur nicht sich von der amerikanischen Politik trennen. Denn das war ja die einzige Stütze, die wir hier wirklich hatten. Die durfte er nicht verprellen. Und Amerika war bis noch gar nicht so lange Jahre her ja vollständig auf Kalten Krieg eingestellt. Er war sehr befreundet mit John Foster Dulles, der der Exponent des Kalten Krieges gewesen ist. Haben die beiden Herren miteinander darüber gesprochen? Ja, ich kann das natürlich nicht mit Bestimmtheit sagen. Ich war natürlich nicht bei jedem Wort, das sie miteinander gewechselt haben, dabei. Aber soweit ich dabei war, haben sie nicht darüber gesprochen. Und ich glaube, der Kanzler auch mit Absicht nicht, obwohl er ununterbrochen in Gedanken damit beschäftigt war, wie man den Kalten Krieg also applamieren könnte. Er hatte wahrscheinlich die Vorstellung, dass das bei Dulles gar keinen Zweck hat, der ein hundertprozentiger Antikommunist war und hat infolgedessen das Thema nicht angeschnitten. Der Kanzler gehörte zu den Leuten, die Themen nicht anschnitten, bei denen nichts rauskam. Dann ließ er es lieber. 1955, im Jahr der Moskau-Reise Adenauers, war die Bundesrepublik Mitglied des Nordatlantischen Bündnisses geworden. Diese Aufnahmen zeigen den Bundeskanzler bei seinem ersten Besuch bei der Bundeswehr in Andernach. Die folgenden, die Abschiedsparade bei seinem Ausscheiden aus dem Amt. Zu Adenauers langfristigen Zielen Karl Carstens. Angesichts des schweren Ost-West-Gegensatzes, der die damalige Zeit beherrschte, und angesichts auch der militärischen Bedrohung, der sich Westeuropa gegenüber sah, war nach Adenauers Meinung das Nordatlantische Bündnis, das Bündnis mit Amerika, die unverzichtbare Grundlage für unsere Sicherheit. Aber ich würde sagen, langfristig hatte wohl die europäische Einigung den höchsten Stellenwert in seiner Politik, weil er die europäische Einigung erstens als das einzige Mittel ansah, um innereuropäische Konflikte für alle Zeiten zu verhindern, Stichwort Aussöhnung mit Frankreich, aber weil er auch in der europäischen Einigung die einzige Möglichkeit sah, Europa wieder ein größeres Gewicht bei den weltpolitischen Entscheidungen zu geben. Auch im Verhältnis zwischen
den USA und der Sowjetunion. Das war ein Gedanke, der ihn immer beherrschte, dass es einmal zu einer anderen weltpolitischen Konstellation kommen könnte, auch im Verhältnis zwischen den beiden Supermächten, und dass dann Europa seine eigenen Interessen würde wahrnehmen müssen, und ganz offensichtlich musste es sich zu diesem Zweck einigen. Europa muss geschaffen werden, und Europa wollen wir schaffen. Und meine Damen und Herren, wenn wir nicht sofort das Ideale erreichen, nun, dann erreichen wir eben das Mögliche. Und das Weitere wird sich dann finden. Und wenn nicht einmal alle sechs mittun wollen, nun, wenn dann fünf tun wollen, in Gottes Namen dann fünf. Meine Freunde, ich bitte unseren Bundeskanzler von ganzem Herzen, doch diese Frage als die hauptaußenpolitische Frage in die Hand zu nehmen. Bundeskanzler war zum Zeitpunkt dieser Rede bereits Adenauers ungeliebter Nachfolger Ludwig Erhard. Er übernahm das Amt 1963. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Konrad Adenauer die Frage der Nachfolge so unzureichend bedacht hat? Das ist natürlich für mich auch mit manchen, um nicht zu sagen vielen, trüben Erinnerungen verbunden. Wir hatten wohl beide auch eine unterschiedliche Einstellung zur Macht. Ich entsinne mich eines langen Gesprächs, in dem er, der ja selbst ein ganz sicheres Gefühl zur Macht hatte, also sie für unverzichtbar hielt, dem habe ich nicht widersprochen, aber doch hinzugefügt, dass die Macht auch Grenzen haben müsse und dass es nicht nur um eine Anwendung der Macht ginge im praktischen Leben, in der Öffentlichkeit, sondern auch um den Missbrauch der Macht. Am Ende der Ära Adenauer stand die Ehrung des Deutschen Bundestages, der mit seiner Mehrheit einen neuen Kanzler berufen hatte. Aufgestanden sind. Heute steht der Deutsche Bundestag vor Ihnen auf, Herr Bundeskanzler. Um für das deutsche Volk dankbar zu bekunden, Konrad Adenauer hat sich um das Vaterland verdient gemacht. Allen ausnahmslos. Und ich möchte dem einen mehr, dem anderen weniger, natürlich. Aber ich möchte Ihnen allen danken. Vor allem aber wollen wir dankbar sein unserem deutschen Volke. Ich sage bewusst und gewollt, nicht dem deutschen Volke, sondern unserem deutschen Volke. Nach seinem Ausscheiden aus dem Amt hat Konrad Adenauer bis zu seinem Tode am 19. April 1967 als einfacher Abgeordneter dem Deutschen Bundestag angehört. Mit der Gelassenheit, in der er den Machtverzicht hinnahm, bewies er am Ende seiner Laufbahn noch einmal sein Verständnis für parlamentarische Demokratie. Ich kannte den großen Alten, den kämpferischen Wahlredner, der in der Arena stand, seine boshaften Pfeile auf die Gegner abschoss und das sichtlich genoss, wenn diese Pfeile ins Schwarze getroffen haben oder ins Rote, besser gesagt, getroffen hatten. Und ich erinnere mich an einen Nachmittag, wo er mir eines seiner Bilder erklärte und dabei die Farben als sein Medium erläuterte, um die Darstellung der Menschen und vor allem des Menschlichen
in den Gesichtern der Menschen auf diesem Bilde deutlich machte. Dass Konrad Adenauer so stark in den Pastelltönen denken und leben konnte, dass er ein Mann, der sicherlich von moderner Psychologie recht wenig hielt, aber das sozusagen völlig hatte, das Hintergründige, das sehr Menschliche, die Versuchung, das, die Möglichkeiten, die Chance der Sünde, aber auch die Möglichkeit des sich wieder Aufrichtens, das ist mir an diesem Tage sehr klar geworden. Und das war ein Bild von Konrad Adenauer, das so fast gar nicht passte in das, was vordergründig öffentlich behauptet wurde. Und wenn Sie mich heute fragen, ist das eigentlich das Bild, das geblieben ist. Natürlich war da der erfolgreiche Wahlkämpfer, aber da war auch ein sehr demütiger Mensch, sehr menschlich. Adenauer war eine freie Persönlichkeit, ein ganz und gar ziviler Mensch, ein Mensch von ziviler Gesinnung. Er war sicherlich nicht das, was man einen Bilderbuchdemokraten nennt. Er hatte die Überzeugung, dass gerade in einer Demokratie Führungswille herrschen müsse und dass die Führung kraftvoll ausgeübt werden musste. Und er beherrschte das Vokabular, er beherrschte das Instrumentarium, er beherrschte die Taktik, er war ein solcher sehr kraftvoll wirkender politischer Führer in der Demokratie. Aber seine nüchterne Art, auch seine kämpferische Art und seine humorvolle Art, vor dem Parlament und in der Öffentlichkeit die Auseinandersetzung zu führen, hat in der Öffentlichkeit Demokratie als etwas sehr Lebendiges erscheinen lassen. Und bei aller taktischen Meisterschaft, die Adenauer hatte, kann man ihn nicht als einen Demagogen im negativen Sinne bezeichnen. Es ging ihm einfach darum, Mehrheiten zusammen, Partien nicht regieren.